macht Spaß. Es ist Montag in Pontypandy. Die Sonne scheint. Es ist ein herrlicher Frühlingstag. Nanu, da bin ich wohl falsch abgebogen. Also Rückwärtsgang rein und zurück. Mike Flood ist gerade mit seiner Arbeit fertig geworden. Hallo Leute, ich bin gerade fertig geworden. Nur noch schnell mein Werkzeug verladen und ab nach Hause. Mann, knurrt mir der Magen. Nun aber schnell zu Helen. In diesem Moment kommt Elvis mit Venus rückwärts angefahren. Elvis übersieht Mikes Lieferwagen und rammt ihn. Oh nein, wie konnte ich nur Mikes Van übersehen? Mikes Lieferwagen hängt gefährlich am Rand des Hafenbeckens und droht ins Wasser zu stürzen. Hilfe, ich komme nicht aus dem Wagen raus. Ganz ruhig bleiben, Mike. Ich hole Hilfe. Mehrere Passanten haben sich an der Unfallstelle versammelt. Der Wassertank von Venus hat durch den Zusammenstoß eine große Beule abbekommen. Hilfe! Ich werde den Notruf der Feuerwehrstation wählen. Wenige Augenblicke später geht der Notruf in der Feuerwehrstation von Pontypandy ein. Männer, sofort mit Jupiter ausrücken. Es gab einen Unfall am Hafen. Wenige Augenblicke später treffen Sam und Arnold mit dem Feuerwehrauto Jupiter ein. Hey Elvis, was ist passiert? Hi Sam, irgendwie habe ich Mike übersehen und ihn dann, ins Hafenbecken geschoben. Ich werde zunächst Venus wegfahren, damit Jupiter dicht an Mikes Van ranfahren kann. Okay, Arnold, ab ans Steuer mit dir. Wir brauchen hier die Winde von Jupiter. Mikes Lieferwagen hängt weiterhin gefährlich am Rand der Hafenmauer. Okay, Arnold, stopp. Das sollte reichen. Keine Sorge, Mike. Ich werde das Seil nun an deinem Auto befestigen. Okay, Arnold, kann losgehen. Okay, Sam. Geschafft. Arnold hat Mikes Lieferwagen mit Hilfe von Jupiter aus dem Hafenbecken gezogen. Willkommen zurück, Mike. Hey, danke, Leute. Das war wirklich Hilfe in allerletzter Minute. Und wieder geht ein spannendes Abenteuer in Pontypandy zu Ende. Falls euch das Video gefallen hat, gebt uns doch gerne einen Daumen hoch, hinterlasst einen Kommentar oder lasst sogar ein Abo da. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Nur so verpasst ihr keine Filme mehr von uns.